Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Wir sind 7 Minuten hier im Radio unter uns und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer montags. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, ruft an. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 oder ihr mailt mir ganz einfach und ganz pfiffig, nämlich unter 1live.domian@wdr.de und dann nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, sonst gibt das nämlich nichts. 1live.domian@wdr.de. Ganz gespannt bin ich jetzt auf meine ersten Anrufer heute und diese Woche, nämlich Olli und Hanni. Guten Morgen. Hi, wunderschönen guten Abend. Ich spreche zuerst mit Olli. Ja, genau. Ist Olli 32? Olli ist 32 und Olli hat das Thema Auswandern. Aha. Ist Hanni, die sich bei dir befindet, auch 32? Nö, die ist noch ein paar Jahre jünger. Okay. Die ist 27. Das oh, 28. Oh, wie peinlich. Der Olli hat das Thema Auswandern. Ja. Das heißt, Olli will auswandern. Richtig. Wohin? Nach Skandinavien, genauer gesagt nach Schweden. Wie schön. Ich mag Skandinavien sehr. Ich komme mit. Kein Thema. Wenn du einen Job findest, komm mit. Wohin genau? Ins Gebiet von Dalarna. Genauer gesagt eigentlich ins Idrisfjell. Ja, das sagt mir nicht so viel. Erklär mir, liegt das mehr nördlich, Mitte oder? Das ist, ich sag mal, von Oslo gesehen nach Osten 200 Kilometer. Oslo ist ja nur Norwegen, ne? Ja, Oslo, ja gut, ich sag mal, also aber die meisten Leute wissen ungefähr, wo Oslo liegt. Verstehe, auf der Höhe. Nach Westen 200 Kilometer, dann sind sie da. Ist 500 Kilometer vom Polarkreis. Da ist ja, also südlich des Polarkreises, ne, wahrscheinlich. Südlich des Polarkreises. Ja, ja, kannst du mir nichts vormachen. Ja, gut, okay. Da ist es jetzt lecker kalt, ne, im Moment. Ja, es sind angenehme Temperaturen von circa minus 30 Grad. Ja, wobei, wenn es höher geht, ist es dann noch kälter. Olli, warum? Warum? Ja, also ich sag mal, für meine Kinder sehe ich eigentlich in Deutschland keine Zukunft mehr. Pfui. Wieso pfui? Wie? In unserem Land keine Zukunft? Was ist das denn, Nestbeschmutzer? Ja, was heißt Nestbeschmutzer? Also ich sag mal... Warum ist denn die Zukunft in Schweden für die Kinder besser als in Deutschland? In Schweden sind derzeit 0,3% Arbeitslose. Ja. Und man schaue sich die Neuverschuldung unseres Staates an, durch die rote Karte, die sie jetzt gekriegt haben, sag ich mal, wäre ein anderes Land weitaus besser für meine Kinder. Vor allen Dingen, ich sag mal, da in Schweden jetzt sowieso das Problem herrscht, dass die in spätestens 10, 15, 20 Jahren keine jungen Arbeitnehmer mehr haben. In Schweden. Ja, eigentlich die beste Lösung. Also das sind ja sehr pragmatische, teils wirtschaftliche Gründe, die du da anführst. Da hängt jetzt keine Ideologie irgendwie hinter. Doch, ich sag mal klar, ich sag mal, das Schweden fasziniert mich ungemein. Meine Eltern sind seit 7 Jahren da. Mein Vater war 30 Jahre im Bergbau. Ja. Ist als er Rentner wurde darüber gegangen. Der Mann wird immer jünger. Gut, also es ist natürlich auch ein Gefallen da. Dir gefällt das Land, die Natur. Ja, klar, ich sag mal, man kann sich natürlich kein neues Land auswählen, beziehungsweise kein Land auswählen, wo man sagt, nee, da will ich nicht hin. Aber der Schwerpunkt sind diese von dir gerade formulierten pragmatischen Sachen. Das ist ja, einfach, das dass sind die, eigentlich dass die Kinder in erster Linie die wirtschaftlichen Gründe. So, du bist du aber auch noch kein alter Mann, dass du nur an das Wohl deiner Kinder denkst, sondern du bist ja noch ein junger Mann von 32. Was willst du denn da machen? Ich versuche da weiter als Kraftfahrer zu arbeiten. Ah ja, kannst du denn die Sprache? Ich sag mal, die Sprache noch nicht. Ich bin's gerade, also was heißt, seit länger und dabei versuche die Sprache zu lernen. Ja. Nur, das ist, wenn man als nach Schweden geht, als, ich sag mal, ich rede jetzt mal einfach als deutscher Arbeitnehmer, bekommt man erstmal eine Sprachschule gestellt. Die Kinder würden Deutschunterricht bekommen. Klar, die würden auch in Schwedisch ausgebildet, aber die kriegen dann immer noch extra Stunden, dass sie den deutschen Unterricht folgen können. Also das ist dann letztendlich auch kein Problem. Durch die Kurse und Stunden kann man das auch lösen.
Ja. Ist Hanni deine Freundin, deine Frau? Deine Frau? Ja, das ist meine Frau. Deine Frau. Was sagt denn Hanni dazu? Am besten frage ich sie selbst. Gibst du sie mir mal? Ja, klar, kein Thema. Ja. Ja, hallo? Hallo Hanni, willst du auch? Ja, klar. Ah, das ist ja schon mal gut. Ich hatte dir schon Sorge, dass du sagst, nee, ich will da gar nicht hin. Nö, auf jeden Fall. Warst du denn schon oft in Schweden? Ja, wir waren schon mal ein paar Monate da. Ja. In Urlaub immer und dann sieht man schon, wie es da ist. Kannst du denn Schwedisch schon ein bisschen? Ja, ich noch nicht, aber meine Schwiegermutter hilft dann. Mhm. Jetzt so rein organisatorisch, geht das so einfach? Kann man einfach nach Schweden übersiedeln? Ja. Das geht? Ja. Das ist kein Problem? Die bezahlen ja auch einen Umzug. Wie, die Schweden bezahlen einen Umzug? Ja, sicher. Nee. Ja, sicher. Wie, der schwedische Staat bezahlt einen Umzug, wenn ihr nach Schweden zieht? Ja, klar. Ziehen wollt? Wie war das nochmal? Nee, das glaube ich nicht. Ich sag mal, man sollte 3 Monate arbeitslos sein in Deutschland. Ja. Okay, Entschuldigung, 4 Wochen. Ja. Dann bekommst du Beihilfen zum Umzug. Von den Schweden? Von den Schweden. Und bekommst von Deutschland noch 3 Monate dein Arbeitslosengeld in Schweden. Warum machen die Schweden das? Ganz einfach, weil die im Moment einfach keine jungen Arbeitskräfte haben. Verstehe. Du bist dann quasi Gastarbeiter da und die sind scharf drauf. Ja, und die ich verstehe schon. Ja. Integrieren dich. Die integrieren dich, genau. Das ist auch ein blödes Wort. Ich verhaspel mich da auch mal mit. Integrieren oder... Aber wir verstehen es schon. Ja, gut. Ich sag mal, normalerweise habe ich eigentlich da kein Problem mit, nur jetzt... Ja, das Radio sollte es eigentlich kennen. Sag mal, Hanni, hast du Angst, dass du vielleicht... Heimweh bekommen wirst? Nö. Nee? Ich habe nichts, was mich hier hält. Keine Freunde, Familie? Meine Freundin, die wird dann immer mit dem Flieger rüberkommen. Ich meine, es ist ja auch nicht so weit. Ne, wenn das jetzt Australien, Neuseeland wäre, das wäre schon eine andere Kategorie. Aber Schweden, mein Gott, das ist ja noch näher als Mallorca. Ne? So wir haben dann nur die Steffi und die kommt dann mit ihrem Freund mit dem Flugzeug. Ja. Für wann ist es genau geplant? Jetzt früher, ne? Jetzt? Also bald schon? Ja. Mhm. Wie werdet ihr dort wohnen? Wo werdet ihr wohnen? Habt ihr schon irgendwas ausgeguckt? Haus, Wohnung? Ja, ich sag mal, meine Eltern, Entschuldigung, wenn ich jetzt immer dazwischen... Ja, ja, redet wie ihr wollt, ja. Ja, nee, meine Eltern, die haben sich da halt schon ein Haus ausgeguckt. Das ist so ein Bauernhof. Mhm. Und ich sag mal, der wird uns da im Jahr knapp 2000, ja, im Mark, also knapp 1000 Euro Pacht kosten. Im Jahr? Im Jahr. Ja gut, ich sag mal, das ist, teilweise sind in Schweden die Lebenshaltungskosten etwas höher, nur ich sag mal so was Miete betrifft, Kfz-Steuer gibt's da fast gar nicht, Strom kostet auch noch ein paar Pfennig. Olli, ich wünsche euch einen super guten Start in Schweden und von Herzen alles Gute da, euch beiden. Und hört, lasst mal von euch hören, wenn ihr da seid, okay? Das auf jeden Fall. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. So, meine lieben Fernsehzuschauer, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung, daher im Radio schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid und ich freue mich, wenn ihr mich anruft. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer montags. Und wenn ihr mich erreichen wollt, das ist ganz einfach. Ihr wählt diese Nummer hier, 0800 5678 111, oder ihr mailt mir ganz pfiffig unter 1live.domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, dann bitte die Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch auch gegebenenfalls zurückrufen können. Ich bin verbunden mit René und René ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo René, dein Thema? Eigentlich wollte ich am Donnerstag schon anrufen, weißt du, da hattest du das Thema, ich habe Angst vor einer Frau. Ja. Gut. Das heißt, du hast Angst vor einer Frau. Ja, aber kann ich mal eine ganz kurze Sache noch vorher mal loswerden? Und zwar hatte ich vor circa, das muss ich lügen, ich glaube 2,5 Jahre bisher, da hattest du dich mal mit jemand unterhalten, der hat, glaube ich, seine Säge geliebt. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? Hat so eine Tischsäge? Ja, natürlich. Ja, klar. Und hat sie geliebt irgendwie. Ja. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob er rumspinnt oder nicht. Aber das kam nach am Ende so überzeugend rüber. Ich war auch ziemlich begeistert, wie du mit ihm geredet hast. Und ich weiß noch nicht, weil ich war LKW-Fahrer und war ab und zu in der Gegend und konnte da hören, fand ich spitze, die Sendung. Man nennt das Objektsexualität. Ich hatte, mittlerweile habe ich mit 3 oder 4 Leuten gesprochen, die so gestrickt sind. Ich kannte das vorher auch nicht, aber es gibt es in der Tat. Ja, also ich war, wie gesagt, also... Es klingt so verrückt, ne? Aber ja, genau, aber ich fand das auch super überzeugend. Also ich fand, er hat auch nicht rumgesponnen. Überhaupt nicht. So. Nein. Und das fand ich schon klasse, ja. Ja. Gut, okay, das wollte ich nochmal kurz loswerden. So, jetzt aber zu der Frau. Ich vor einem Jahr schon mal sagen, bin nochmal hier durchgekommen. Okay, jetzt zu der Frau.
Genau, jetzt geht es um Folgendes. Ich bin seit August alleinerziehend. Mhm. Seit 39.07. genau. Letzten Jahres. Genau, ja. Da habe ich mich, eigentlich hat sich meine Ex-Freundin von mir getrennt. Mhm. Alleinerziehend heißt, wie viele Kinder hast du? Eins, zwei? Wir haben zwei Kinder. Zwei Kinder. Wir haben ein Baby, das war damals, oh Gott, ich glaube 2 Monate. Mhm. Und meine Tochter war 7. Mhm. Und die beiden Kinder hast du jetzt auch in deiner Nein, Nein, das war, das Baby hat meine Ex-Freundin und die große Tochter, die 7 ist, die habe ich. Ah, ja. Und ich bin damals Fernfahrer gewesen und bin gerade aus Spanien gekommen, weil ich in der Spanienabteilung tätig war. Mhm. Und habe dann so zwischen Spanien und Antwerpen eine SMS gekriegt, dass halt Schluss ist. Dass ich halt doch lieber mit meinem ex-besten Freund zusammen sein möchte. Aha. Per SMS, na toll. Heftig. Mhm. Du warst unterwegs und kriegst einfach eine SMS. Obwohl vorher alles relativ in Ordnung war oder in Ordnung war sogar. Ja eben, das war ja das Merkwürdige. Wir waren 9 Jahre zusammen und waren viele Höhen und Tiefen, wie das in unserer Beziehung ist. Mhm. Und das Ganze kam im Prinzip, uns ging es eigentlich seit einem knappen Jahr doch ziemlich gut. Also finanziell ging es uns gut und dann war das Baby da und ja. Wir hatten eigentlich relativ wenig Grund zu klagen. Und wir haben ein neues Auto gekauft. Ja. Und ihr hattet auch eigentlich ganz gut. Und ihr hattet auch vorher nicht gestritten, bevor du weggefahren bist. Nein, gar nicht. Gar nicht. Das war ja das Merkwürdige. Und dann muss einen doch so eine SMS wirklich im tiefsten Mark erschüttern. Ja, das war. Wie war die Formulierung? Ungefähr. Eine SMS kam zurück. Es tut mir leid. Das ist aber kein Scherz. Ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe jetzt Jens. Das ist mein ex-bester Kumpel. Ja. Und fertig, und das war's. Das war dein ex-bester Kumpel, nicht ihr Ex wiederum von früher. Nee, ist nur mein dein ex-bester Kumpel gewesen. Ja. Ja, die hatte früher eigentlich gar nichts, die fanden eigentlich auch gar nicht so attraktiv, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber das, So, gut. Das heißt, da lief schon was zwischen den beiden, während ihr zusammen wart. Ich vermute, also ich kann es nicht beweisen, sie hat doch gesagt, es wäre angeblich nicht so und ich kann es nicht beweisen und möchte auch eigentlich aus dem Grund auch da jetzt nicht irgendwelche Vermutungen anstellen und sagen, es war oder es war nicht. Ja. So, das wird mir übrigens immer noch heute vorgehalten, dass ich viel zu anständig mit der Dame umgehe. Mhm. Nee, und auf alle Fälle, das ging alles ziemlich schnell. Mhm. Ich hatte, am Mittwoch hatte ich eine SMS bekommen, dass Schluss ist. Ja. Und Freitag sollte eigentlich mein letzter Arbeitstag sein, danach wollten wir eigentlich 14 Tage Urlaub machen, weil ich mich gerade um ein Haus in Spanien gekümmert habe, zum Mieten, weil ich da relativ häufig gearbeitet habe. Mhm. Und ja, und hatte aber halt kurz davor mir die SMS geschrieben, dass Schluss ist. Mhm. Und wir hatten dann den... Also Rosenkrieg ist schon fast untertrieben, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich eigentlich erstmal gemerkt, wie hilflos man eigentlich den Behörden ausgeliefert ist als Mann. Ja. Weil meine Ex-Frau, es war zum Beispiel ihre größte Sorge, war zum Beispiel mich aus der Wohnung zu bekommen, also nach 2 Tagen. Also sie hat mir mittwochs geschrieben, es ist Schluss. Und dann haben wir uns am Donnerstag, hat sie mich 150 Kilometer vom Heimatort an der Raststätte, hat sie mich abgeholt, hat mir mein Auto gegeben und ist mit meinem neuen besten Freund halt weitergefahren. Das ist unglaublich. Er war auch Fernfahrer. Das ist unglaublich. Also letztendlich wirklich alles wie aus heiterem Himmel. Ja, von jetzt auf gleich. Warum hast du Angst vor dieser Frau? Oh, weil sie, das Problem ist, ich konnte mich eigentlich 9 Jahre lang 100% auf sie verlassen. Mhm. Und von heute auf morgen ging das nicht mehr. Sie war extrem... gefühlskalt, also sie hat so eine Gefühlskälte ausgestrahlt, also ist es ein ganz anderer Mensch plötzlich zum Vorschein gekommen. Ja, genau, also sie war boshaft ohne Ende und hat es auch nicht verheimlicht und hat es mir zum Beispiel auch gesagt und, War das denn kompliziert? Hat sie auch, dir das Leben madig gemacht, insofern, dass sie nicht wollte, dass du euer älteres Kind bekommst? Ja, das, im Prinzip, ja, also das Baby sollte ich gar nicht bekommen. Also da hat sie mir mal gesagt, sie hat mich dann vor mich hingestellt mit ihrem Freund und hat mich so angegrinst und hat zum Beispiel gesagt, zwischen Vater und Erzeuger ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Also du hast da keine Chance und ich möchte nicht, dass du als Vater aufwächst oder dass das Kind mit dir aufwächst, das soll mit Jens aufwachsen, also sprich mit dem neuen Freund. Ja. Und du sollst mit dem Kind gar nichts zu tun haben. Das ist so, wir wollen sowieso heiraten und da wird das Kind sowieso adoptiert. Und die Ältere, hat sie denn die Ältere dann ganz einfach so gehen lassen? Die ältere Tochter, meine Tochter wollte eigentlich zu mir, weil ich habe ein besonderes Verhältnis zu meiner Tochter, muss ich sagen. Wie ist denn heute dein Verhältnis zu dieser Frau? Seht ihr euch? Katastrophal. Also, was heißt katastrophal? Im Prinzip, wir hatten uns zwischenzeitlich mal halbwegs normal verstanden. Mhm. Also, was heißt verstanden? Ich habe am Anfang ziemlich viel einstecken müssen. Also, sie hat mir Prügel angedroht, da stand meine Tochter zum Beispiel daneben und ich habe so... Das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich prügel mich überhaupt nicht und schon gar nicht mit Frauen. Ja, das klingt nicht altmodisch, sondern sehr, sehr, sehr korrekt und sehr in Ordnung.
Ja, und hat sie sich zum Beispiel hinter mich gestellt, weil ich wollte ein paar Sachen aus unserer ehemaligen Wohnung holen. Mhm. Und da hat sie gesagt, ich verprügel dich vor deiner Tochter, wenn du irgendwas mitnimmst. Und meine Tochter hat bitterlich geschrien und geweint. Und dann hat sie die Polizei gerufen, mich hätte sie angeblich bedroht. Und das konnte sie ja alles nicht nachweisen. Ich habe Dutzende von Anzeigen bekommen, wo ich angeblich irgendwas getan habe. Und das Problem ist halt bloß, wenn die Polizei in die Wohnung reinkommt, ist man als Mann eigentlich immer der Dumme. Ja, das glaube ich, ja. Mhm. Und ich habe wirklich... Also es gab so Situationen, dass die Polizei denn da stand? Zweimal war sie zweimal. Da, ja. Zweimal kam die Polizei und dann hat sie irgendwas, und dann hat sie irgendwas gelogen. Das, ja, sie hat gesagt, ich hätte sie angegriffen und ich würde sie bedrohen und ich würde das Leben ihrer Tochter bedrohen oder ich würde sie irgendwie seelischen Grausamkeiten machen. Und... ja, und so die ganze Zeit, sie hat mir eigentlich doch relativ das Leben zur Hölle gemacht. Ich musste zum Beispiel aus unserer gemeinsamen Wohnung, die ich eigentlich alleine finanziert habe, was ich hier aber nicht vorhalte, weil sie hat sich um das Kind gekümmert und wir hatten bei uns so klare Aufteilungen zu Hause. Also ich ich war arbeiten, habe das Geld besorgt und sie hat halt ein Haushalt geführt und das war für beide Seiten sicherlich sehr annehmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich bin dann relativ schnell aus unserer Wohnung rausgeflogen mit, ich glaube, 3 Müllsäcken voll und möbelmäßig hat mir gar nichts, also hab ich gar nichts bekommen. Das Verrückte an der Sache ist so, das macht es, glaube ich, so schlimm, wenn du sagst, dass ihr 9 Jahre euch super gut verstanden habt und du die Frau gut eingeschätzt hast und dich auf sie verlassen hast. Ja, und eigentlich 9 Jahre es gut gelaufen ist. Ja, es gab auch viel, also es gab auch hoch und tief, also es ist nicht so, es war nicht 9 Jahre alte Sonnenschein, aber es war halt, ich glaube, wie in jeder Beziehung, es gab Zeiten, da haben wir viel gelacht und es gab Zeiten, da hat halt doch mal einer geweint, weil den anderen einen verletzt hat oder so. Also, jetzt muss ich nochmal fragen, ihr seid gerade am Anfang ein bisschen weggegangen, ihr wart nicht verheiratet, ne? Nee, wir waren nicht verheiratet. Ja. Wir wollten eigentlich heiraten und sie hat mir eigentlich, das ist merkwürdig, ich kenne mich, also das Datum weiß ich nicht mehr, das war also der 31. war Mittwoch und dann die Woche davor, den Samstag, hatte sie sich angeblich in meinen besten Freund verliebt und zwar abends erst, weil da waren sie zusammen im Kino. Mhm. Und sie hat mir zum Beispiel Samstag früh noch eine Hochzeit, wie heißt das hier, einen Heiratsantrag per SMS gemacht und nachmittags ist sie mit Jens weggegangen und dann... Aber weißt du, René, eigentlich ist das ja im Unglück auch noch ein Glück, nämlich so muss es dir doch sehr einfach und sehr leicht fallen, dich von dieser Frau zu verabschieden innerlich. Weil die dich so verletzt hat und die ist so krass drauf, dass all das Gute in den Schatten gestellt wird, was du mit ihr mal erlebt hast eigentlich. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Es ist trotzdem, also es fragen mich viele Leute, ich nehme sie auch leider Gottes immer noch in Schutz. Mhm. Ich meine, gut, ich bin an vielen Sachen nicht unschuldig gewesen, weil ich war nachher traurig und habe auch ein paar Sachen gesagt, die nicht nötig waren, sage ich jetzt gut, mal. Aber das macht man ja in so einer extremen Situation auch. Das macht man ja auch. Wie regelt ihr denn das eigentlich jetzt mit der Großen, mit dem Mädel? Meine Tochter hat große seelische Probleme. Papa übrigens auch. Wie besucht sie die oder wie organisiert ihr das? Das heißt, ihr gar nicht. Bis vor kurzem haben wir noch im Prinzip 500 Meter auseinander gewohnt, ohne uns zu sehen, weil ich wohne in Halle-Neustadt, also in Halle hier bei Leipzig. Ja. Und da sind so mehrere Neubaublöcke und man kann auch sagen, wenn man 5 Minuten entfernt wohnt, muss man sich nicht über den Weg laufen. Also sie ging da einkaufen, bei Penny, und ich bin zu Lidl oder Real gegangen. Man hat sich da schon so versucht, aus dem Weg zu gehen. Wie soll es weitergehen? Ja, meine Frau ist jetzt, also meine Ex-Freundin ist zum Beispiel jetzt nach Hamm gezogen, 500 Kilometer von uns entfernt, was ich eigentlich als Mutter traurig finde. Also sag mal, sie hat sich prinzipiell selber beraubt, ihre Tochter aufwachsen zu sehen, sage ich ganz ehrlich. Also das kann ich und viele von meinen Freunden oder Kumpels auch nicht wirklich nachvollziehen, wie sie einfach so wegziehen konnte, weil sie lässt Sarah alleine. Sie hat sich weder von ihr verabschiedet. Schlimm, sehr schlimm. Das wird das Mädchen irgendwann, wenn es älter ist, auch mal alles begreifen. Und vielleicht muss sie irgendwann auch ihr Rede und Antwort stehen. Da hat sie mir jetzt, wir haben wenige gute Worte wechseln können, aber da hat sie mir mal gesagt, dass sie davor Angst hat, dass meine Tochter sie irgendwann hasst. Na gut, aber sie ist ja selbst schuld und sie ist ja verantwortlich für ihr, sie ist ja selbst verantwortlich für das, was sie tut. Ja. Du hast aber für dich, hast du gerade schon ein paar Mal so angedeutet, große Schwierigkeiten nach wie vor. Das zu verkraften, das hinzukriegen, das einzuordnen. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, August. Verantwortung, ein Kind zu Hause. Ja, absolut, ja. August 2000. Ich bin viele Sachen nicht gewöhnt. Ja. Ich würde dir gerne vorschlagen, dass du mit meinem Psychologen ein bisschen redest jetzt noch. Oh, das wäre gut, ja. Wäre das gut, René? Das wäre klasse, ja. Dann habt ihr auch noch ein bisschen Zeit und könnt vielleicht auch so ein paar Detailsachen noch besprechen, was du machen kannst, wie du es besser machen kannst und wie du vielleicht auch dich noch besser lösen kannst von der Ex-Freundin. Leg mal auf, wir rufen, das heißt Johannes ruft dich gleich an. Das wäre nett.
Alles Gute, René. Ich bedanke mich noch bei dir. Und toi, toi, toi für dein Leben. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu deinem Bundesverdienstkreuz. Dankeschön, sehr nett. Wenn jemand verdient hat, dann du. Dankeschön, sehr nett von dir, René. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Tschüssi. Morgen heißt unser Thema ungewöhnliche Krankheiten. Das sage ich euch jetzt schon mal, ungewöhnliche Krankheiten. Heute haben wir wie immer montags eine freie Themennacht und ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Jessica begrüße ich herzlich und die ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jessica. Ja, dein Thema. Mein Problem hört sich zwar total komisch an, aber mir macht Sorgen. Also ich leide also teilweise unter Verfolgungswahn, also habe Poster in meinem Zimmer hängen. Und ich schneide denen die Augen aus. Mhm. Und ich spreche auch mit denen. Moment, du hast Poster in deinem Zimmer hängen von irgendwelchen Leuten? Ja. Also, von Popstars oder von Schauspielern? Also, ja, auch, aber so Star Trek und eben auch so alles. Sowas, aber bunt gemischt. Ja, genau. Also es geht jetzt nicht um eine bestimmte Person, von der du dich verfolgt fühlst. Nee, von allen eigentlich. Und auch nicht nur von Postern, sondern auch von so anderen Leuten, die ich auf der Straße sehe oder in der Klasse. Bleiben wir mal erstmal bei den Postern. Ja. Das heißt, du schneidest, du hast diese Poster hängen und schneidest denen aber gezielt die Augen aus, damit die dich nicht angucken können. Genau. Und hast dann, das muss ja schon sehr verrückt aussehen, in deinem Zimmer Poster hängen, wo überall die Augen ausgeschnitten sind. Ja, ist schon gruselig, aber... Ja. Ich weiß nicht, ich kann es auch nicht ganz abhängen, weil ich ja eben auch mit denen rede so, also. Wie, was redest du denn mit den Leuten? Ja, auf Probleme, also alles, was mich bedrückt eben. Mhm. Aber das ist ja irgendwie was Positives, wenn man mit jemandem über Probleme redet, dem schneidet man ja eigentlich nicht die Augen aus. Ja, aber das macht mir Angst, die Angst ist eben da, also. Was für eine Angst ist das denn? Für was hast du denn genau Angst? Das vor den Augen, dass sie mich angucken, mich nicht mögen. Mich lästern, was sie mir aufzusetzen haben, eben. Mhm. Aber dennoch erzählst du denen deine Probleme. Ja, das ist eben der Widerspruch in der Sache. Ja. Erzähl mal, du wolltest gerade noch ein bisschen weiter ausführen auf der Straße. Auf der Straße fühlst du dich auch verfolgt? Ja, ich hab Angst, die Leute anzugucken. Ich kann die Augen nicht ertragen, also wie sie mich angucken. Ich habe immer das Gefühl, die reden und haben was an mir auszusetzen und. Also es geht immer um die Augen. Ja, genau. Hauptsächlich. Mhm. Wie ist das so in der Schule? Bist du noch Schülerin? Ja. Mhm. Wie ist das in der Schule? Kannst du... Ich sitze immer in der Ecke ganz hinten, damit mich auch keiner angucken kann. In der Pause bin ich eben meistens auf Toilette. Mhm. Und ja, ich kann keinen angucken. Ja. Was machst du in deiner Freizeit? Ja, bin ich meistens zu Hause. Mhm. Keine Freundin? Nee, teilweise, aber die finden das auch langsam komisch. Ja, hast du einen Freund? Nee. Hast du nicht. Und deine Eltern, kriegen die das mit? Wahrscheinlich schon, wenn du die Augen da ausschneidest von den Postern, kriegen die das ja mit. Was sagen die dazu? Ja, finden das schon komisch, aber die meinen, das legt sich mit dem Alter. Mhm. Wie lange geht denn das schon so, Jessica? Circa 2 Jahre. So lange schon? Ja. Erinnerst du dich noch, wie das angefangen hat? Hat das so von heute auf morgen angefangen, schlagartig? Ja, das hat angefangen irgendwie, als auf die neue Schule kam. Mhm. Und ich habe mich auch nicht zurechtgefunden und die haben auch am Anfang über mich geredet und so. Also neue Schule heißt, dass ihr umgezogen seid oder hast du einfach innerhalb eures Ortes die Schule gewechselt? Ich habe Ausbildung eben angefangen, also eine schulische Ausbildung. Ja. Und da hat es eben angefangen und dann irgendwie dann auch zu Hause hatte ich langsam das Gefühl eben, dass diese Poster mich dann ansehen. Mhm. Schulische Ausbildung heißt was genau? Ja, ich mache eine Bäcker. Also eine Lehre, ach so. Du machst eine Lehre und gehst dann auch zur Berufsschule. Ja, das ist also nur schulische Ausbildung. Das ist eben eine andere Ausbildung. Das ist viel Schule und nur einen Monat im halben Jahr. Ach so, verstehe. Ja, verstehe. Mhm. Hast du das freiwillig gemacht und gern oder war das da damals so eine Zwangssituation, dass du da in den Bereich reingegangen bist? Nein, ich habe es ja gerne gemacht, so weil ich mir auch gedacht habe, eben, ich backe also sehr gern. Das ist eben so eine Ablenkung. Mhm. Und dann eben... Also bei diesen Bäckern, das ist ja dann so, dass ich hinten in der Backstube stehe, dass da keiner ist irgendwie, der mich beobachten kann oder... Ach so, das heißt, dass du dich ja ganz wohl fühlst, weil du zurückgezogen bist. Ja, weil die Augen nicht da sind, das ist... Geht immer um die Augen, ne? Ja. Das heißt, hier bei mir anzurufen ist gar nicht so schwer für dich. Aber wenn
du jetzt hier neben mir sitzen solltest, das wäre schwierig. Ja, das wäre... Und wir beide uns in die Augen gucken müssten oder sollten. Genau. Das wäre ein Problem. Das könnte ich nicht. Mhm. Wie ist denn das dann, wenn du... Du warst auch schon in der Bäckerei, ne? Du sagst, einen Monat hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ja. Wie ist denn das da mit den Kollegen und mit dem Meister? Ja, also ich habe eben Glück gehabt, dass es ein kleiner Betrieb ist und dass ich eben immer, wenn er mit mir reden will, dass ich schon am Arbeiten bin, dass ich weggucke beim Reden. Also dem ist das noch nicht so aufgefallen eben. Jessica, jetzt versuch nochmal, mir das etwas ausführlicher zu sagen, was genau deine Angst ist. Ja, dass die Leute eben mich nicht mögen, dass sie mich lästern eben und dass sie mir das nicht sagen, sondern ich das durch ihre Augen sehe, ihre Blicke eben. Schämst du dich für irgendetwas an dir? Nein, eigentlich nicht. Ich für mich bin zufrieden, obwohl das... Also wenn du dich so... Zweifel sind natürlich da. Also Zweifel wenn die sind Leute da. So gucken, dann... Mhm. Aber wenn du dich so im Spiegel anschaust, denkst du auch eigentlich ganz okay. Ja. Mhm. Ist es mittlerweile so, dass du da ein bisschen vielleicht auch schon Angst vor dir selbst hast und ein bisschen verzweifelt bist, nach dem Motto, wohin soll das führen? Ja, also mir macht die Situation schon Angst mit den Postern und den Leuten. Also ich will ja auch irgendwie was dran ändern. Ja. Du hast für dich überhaupt gar keine Idee, woher es kommt und wie es begründet ist? Gar nicht? Nein. Überhaupt keine. Hast du den Eindruck, dass es schlimmer geworden ist in der letzten Zeit? Ja, jetzt letzte halbe Jahr so eben. Immer schlimmer. Mhm. Also, das heißt, am Anfang war es noch nicht so extrem, da waren es eben nur die Poster. Ja. Und jetzt bezieht sich das eben auch auf die Menschen um mich herum. Ach so, es fing eher mit den Postern an, als dann mit den Menschen. Und dann sitzt du oft in deinem Zimmer und redest dann auch noch mit den Postern, wo die Augen rausgeschnitten sind. Ja, ab und zu. Also wenn mich wirklich was ganz stark bedrückt, dann rede ich mit den Postern. Also Jessica, das hat sicher eine ganz handfeste Ursache. Eine ganz handfeste seelische Ursache. Und ich bin ganz sicher und fest davon überzeugt, dass du das nur los wirst und in den Griff bekommst, wenn du zu einem Arzt, einem Psychologen oder einem Psychiater gehst. Ja, das glaube ich. Das ist doch eben peinlich eben auch. Ach, aber Jessica, hast du dich geschämt, es mir zu erzählen? Nein. Na siehste, unseren Arzt oder Psychologe oder wer auch immer sich da medizinisch mit beschäftigt, die hören solche Sachen jeden Tag. Und das ist deren Job, sich damit zu beschäftigen. Also da muss man sich wirklich nicht schämen. Ja, vielleicht ist es doch die beste. Also ich rate dir wirklich ganz dringend, das musst du ja vielleicht auch gar nicht an die große Glocke hängen. Wir werden dir gleich noch behilflich sein. Zu wem du am besten in diesem Fall gehst. Du wirst gleich noch mit meinem Psychologen sprechen können, kurz. Oder auch solange du möchtest. Okay. Ich bin ganz sicher, dass das dann in den Griff zu kriegen ist. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Stimmt. Ich will ja auch jetzt, ich bin erst 18, also ich möchte das auf jeden Fall weißt du, den Rest meines Lebens. Nein, und ich habe auch so eine Sorge, dass du dich isolierst. Du sagst, du hast kaum Freundinnen, du hast keinen Freund. Du sitzt da zurückgezogen, wenn du frei hast, in deiner Wohnung und hast diesen Horror da mit den Postern vor Augen. Und wenn man da nichts gegen tut und sich immer mehr reinfallen lässt, besteht einfach die Gefahr, dass man da noch mehr seelisch irgendwie runtergezogen wird und dass es einem noch schlechter geht. Ja. So, und es wäre auch schön, wenn alles wieder ganz normal wäre, so wie früher, dass du den Leuten in die Augen gucken kannst und dass du auch wieder Poster aufhängen kannst mit Augen. Das wäre natürlich wirklich schön. Ja, so, jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich gleich an. Und dann beratet ihr beiden, was zu tun ist und das heißt, der Johannes wird dir auch konkrete Ratschläge geben, an wen du dich wenden solltest und kannst. Okay, gut. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 5678 111. Wisst ihr, worüber ich mich unglaublich wundere? Dass in dieser Sendung hier die letzten Wochen noch nie jemand angerufen hat zu dieser unglaublichen Sendung Deutschland sucht den Superstar. Darüber wundere ich mich wirklich sehr. Ich bin eigentlich auch gar nicht so der richtige Gesprächspartner, weil ich diese Sendung schrecklich finde und sie nur so am Rande immer wieder verfolge, kriege aber doch das Entscheidende immer mit. Und ich habe neulich gelesen, nein, nicht neulich, heute gelesen, dass die am Samstag eine riesen Einschaltquote hatten. Jeder dritte Fernsehzuschauer, das muss man sich mal vorstellen, hat das gesehen. Und da wundere ich mich, dass hier noch niemand dazu angerufen hat. Also wenn ihr das gerne wollt, ruft an, können wir ein bisschen drüber reden. Zum Beispiel über diesen Herrn Bückelbück oder wie der heißt. Der ja die Nation zu spalten scheint.
den ich mir auch angeguckt habe am Samstag und entsetzt war über dieses alberne Gehabe und Getue. Naja, Arno, 34 Jahre alt, guten Morgen. Arno, guten Morgen. 34 Jahre alt, ich grüße dich. Ja, hi. Hi, ich glaube, unsere Leitungen fahren immer so, die Leitungen sind immer sehr langsam bei uns. Das dauert immer so einige Minuten, bis die kommen. Jetzt sind wir da, Arno. Okay. Um was geht's? Ich freue mich, dass ich dich endlich mal erreicht habe. Mein Problem ist, es ist eigentlich kein Problem. ich habe unheimlich viele Tiere zu Hause. Aha. Und habe halt das Bedenken, dass ich dadurch von der Gesellschaft abgekapselt werde. Du hast unheimlich viele Tiere zu Hause? Ja, das fängt von irgendwelchen profanen Labormäusen in speziellen Farben. Geht weiter über Laborratten und Kaninchen und Meerschweinchen und Enten, Hühnern, Schafen. Was? In einer Zwei-Zimmer-Wohnung? Nein. Auf einem ehemaligen Bauernhof. Ach so, du hast einen Bauernhof. Und ich habe eine Wohnung in diesem Bauernhof von 150 Quadratmetern, 4-5 Zimmer. Und ja. In der Wohnung sind dann auch noch jede Menge Tiere. Ja. Chinchillas, Schildkröten, Seegus und ja, dann was? Letztendlich Schlangen. Alter, was? Seebus? Bitte? Ich habe das nicht verstanden. Degus sind auch Nagetiere aus Südamerika. Ach so, so putzige wahrscheinlich. So kleine putzige Nagetiere. Ja, putzig, genau. Ja. Stimmt. Und... Wie viele Tiere insgesamt? Ja, 200 bis 300 so. Ich versuche das immer mal wieder so alle zwei, drei Wochen zu zählen, aber letztendlich auf die genaue Stückzahl komme ich nicht. Will ich auch eigentlich gar nicht wissen. Aber wir halten mal fest, du lebst auf einem ehemaligen Bauernhof, hast 200 bis 300 Tiere. Davon lebt ein großer Teil auch in deiner 150 Quadratmeter großen Wohnung, aber der restliche auch große Teil draußen in den ehemaligen Stallungen. Ja. So ist es, ne? Ja. Lebst du alleine? Oder Mit einer Freundin zusammen. Ja. Warum hast du denn so viele Tiere? Ich glaube, ich komme mit Tieren besser zurecht als mit Menschen, ne? Ja, das ist ein schöner Satz. Den würden vielleicht viele unterschreiben, aber die haben dann nicht gleich so wahnsinnig viele Tiere. Da würde ja ein netter Hund und eine kleine Katze vielleicht auch reichen. Ja, Hunde und Katzen darf ich nicht haben. Warum nicht? Von den Vermietern aus. Wie bitte? Du darfst keinen Hund und keine Katze haben? Nein, die Vermieter sagen, Hunde und Katzen mögen sie nicht, weil die Wohnung ruinieren, beziehungsweise vor Hunden hat die Vermieterin Angst. Was ist denn das gefährlichste Tier? Wie gesagt, dieser ehemalige Bauernhof, die Vermieterin taucht halt mit ihrem Mann regelmäßig auf und kümmern sich um irgendwie, die haben nach hinten raus irgendwie noch einen Garten, einen Kräutergarten und so und haben halt, oder sie hatte halt Angst vor einem Hund. Und möchte deswegen Hund und Katze nicht haben. Aber was ist denn das für eine Geschichte? Du hast 300 Tiere und die Vermieter wollen keinen Hund und keine Katze. Was ist denn das gefährlichste Tier, was du hast? Meine Tiere sind nicht gefährlich. Also sagen wir mal das exotischste Tier. Ja, es sind halt die großen Schlangen, die ich habe. Die sind nicht gefährlich. Für mich nicht. Also im Prinzip sind sie schon gefährlich. Sie werden offiziell von irgendwelchen Behörden durchaus als gefährlich. Wie heißen denn die Schlangen? Was sind das für Gattungen? Riesenschlangen, Python und Boa. Ach so. Also explizit ist es Tigerpython, ja. Das sind sogar die größten, von 3 bis 4 Meter reichen. Verstehe, du bist so wie die Kampfhundbesitzer, die sagen, ach, die will nur spielen. Nein. Nee, kann ich nicht sagen. Arno, wie finanzierst du das denn? Das muss doch ein irres Geld kosten, so viele Tiere zu haben. Ja, ich mache halt nichts anderes, ne? Ich gehe halt arbeiten, wenn ich dann mal arbeiten gehe, immer wieder so zeitweise. Was arbeitest du denn dann? Da mag sich kein Arbeitgeber an mich binden. Was? Wenn? Deswegen rufe ich dich an. Ich befürchte, dass dadurch, dass meine Gesinnung so sehr diesen Tieren gilt, ja. Dass ich diesen Bezug zur Realität verliere, ne? Das halte ich durchaus für möglich. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie man das finanzieren kann. Du hast ein großes Haus, mietest du, was teuer ist wahrscheinlich. Du hast so viele Tiere und du gehst nicht regelmäßig arbeiten, nur ab und an mal. Wie kriegst du das Geld rein?
Im Prinzip doch durch die Arbeit. Es ist, ja, das glaube ich nicht. Ich gehe schon regelmäßig arbeiten. Was arbeitest du denn? Nur, dass ich jetzt, ich arbeite als Laborant. Mhm. Es ist nur so, dass ich jetzt im Moment zur Zeit arbeitslos bin. Sonst bin ich doch selbst dann in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich arbeiten gehe. Ja, aber ich glaube, es ist dir toll. Ich bin unwohl, dass ich zurzeit arbeitslos bin und gebe alles dran. Ist ja okay, aber ich glaube dir das nicht, dass man 300 Tiere mit einem Laborantengehalt, selbst wenn du regelmäßig arbeiten kannst, durchkriegt, plus so ein großes Gebäude und die Miete auch noch stemmt. Das glaube ich dir nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Mhm. Und dann, dieser finanzielle Hintergrund ist, oder diese finanzielle Geschichte ist für mich nie aufgetreten, ne? Aber ich will es ja nur verstehen, deswegen frage ich dich. Ich will es einfach nur kapieren, wie du das machst, wie ihr das hinkriegt. Oder hat deine Freundin viel Kohle? Nee, auch nicht. Nee, und ich muss auch von meiner Freundin irgendwie keine Kohle nutzen oder sowas. Ja, also wie auch immer, irgendwie kriegst du das finanziell alles gestemmt. Ja. Ja. Was sagt denn deine Freundin zu diesem Tick? Sie achtet halt immer, oder beziehungsweise wenn ich mal zu irgendwelchen Veranstaltungen gehe, wo man Tiere erwerben kann, ja? Sagt sie, achte auf dein Taschengeld. So. Ja, also so. Ist das Geld schon ein Problem? Nein, nicht wirklich ein Problem. Ja. Also wir drehen da ein bisschen im Kreis, weil ich habe nun keine Ahnung von Tierhaltung, aber ich glaube, der gesunde Menschenverstand sagt einem das einfach, dass 300 Tiere fressen wollen und einfach Kohle kosten, von der Anschaffung hin bis zum Unterhalt, Tierarzt und halt alles. Also da kommen wir nicht weit, das merke ich schon. Dann frage ich dich nochmal, ich kann ja gut verstehen, wenn man ein Tierfreund ist und sagt, ich komme mit Tieren besser klar als mit Menschen. Das sind gute Freunde. Warum müssen es denn dann so viele sein? Dann würden doch ein paar auch reichen. Für mich ist nicht die Menge das Problem, sondern die Tatsache an sich. Selbst wenn ich nur, ich sag mal, eine von diesen Schlangen hätte, dann würde mich diese eine Schlange wirklich die Zeit, die ich jetzt für die Tiere opfere oder aufwende, so sehr in Anspruch nehmen, dass da kein Unterschied wäre. Mhm. Aber warum hast du denn dann nicht nur eine Schlange und warum hast du 300 Tiere? Ja gut, diese Zahl 300 ist natürlich auch völlig übertrieben, im Grunde genommen, um sich eine Vorstellung zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, immer, jetzt reden wir hier. 300 Tieren sind auch 150 Babymäuse und Babyratten und Babykaninchen mit eingebaut. Ja, egal. Mhm. Und du hast, um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, den Eindruck, dass die Menschen dich nicht so richtig verstehen und einordnen und... Ja, genau. Verständlicherweise, Arno. Ich verstehe dich ja auch nicht und du kannst es mir auch nicht richtig erklären. Ich bin ja guten Willens, ich will dich ja gar nicht in die Ecke stellen. Aber du hast mir jetzt immer noch nicht richtig erklärt, warum du so Jack auf so viele Tiere bist. Und du hast mir so pragmatische Dinge auch nicht erklärt, wie man das eigentlich schafft finanziell. Und da steht man oder sitze ich jetzt hier auch relativ unbefriedigt und denke, ja, was soll ich denn mit ihm noch reden? Also diese finanzielle Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vor 2 Jahren mal Einnahmen und Ausgaben notiert. Mhm. Das habe ich jetzt in diesem Jahr wieder angefangen, weil mich das interessiert hat. Mhm. Und da ist im Grunde genommen so eine Plus-Minus-Null-Stellung da. Mhm. Also das, was ich an Tieren nachzüchte, insbesondere bei den Nagetieren, die ich an Zoohandlungen abgebe. Achso, die verkaufst. An Zootieren, weil es sind wunderschöne Tiere. Ah, ich verstehe, du verkaufst die wieder und kriegst dadurch wieder Geld rein. Ja, genau. Ah ja. Damit kann ich dann halt Futter und die Heizkosten für Stallungen, die draußen sind, bewerkstelligen oder sowas. Ja, das ist nachvollziehbar. Bei den Schlangen genau das Gleiche. Aber Arno, du lebst du sehr unkonventionell, sag ich mal. Mhm. Vielleicht muss man dann auch ganz einfach das in Kauf nehmen, dass man von außen als Außenseiter abgestempelt wird. Das ist dann halt so. Wenn du dich da arrangiert hast mit und du damit zurande kommst und sogar deine Freundin damit zurande kommt, wenn ihr damit gut leben könnt, ist es doch eigentlich in Ordnung. Ja, wir schon. Ja. Nur ich habe halt Angst, dass ich in der Gesellschaft, im Job damit nicht zurechtkomme, ne?
weil dadurch, dass ich diese Tiere hier zu Hause habe, das spiegelt sich ja irgendwo über meine Lebensart, ja auch nach außen hin, spiegelt sich ja wieder. Wie denn? Ist es vielleicht sinnvoller, das zu verheimlichen? Also, nein. Wenn dann halt meine Arbeitskollegen mich fragen, was machst du denn am Wochenende oder so, dass ich dann sage, ja, ich lese halt viel oder irgendwie sowas, dass ich gar nicht von diesen Tieren erzähle? Nein, vielleicht musst du es ja nicht gleich so drastisch erzählen, wie es denn wirklich ist. Kannst es ja alles ein bisschen runterschrauben. Und generell wäre es vielleicht nicht schlecht, sage ich jetzt mal so aus der Ferne, ohne das alles genau jetzt gesehen zu haben, wenn du es wirklich ein bisschen runterfahren würdest und bist dann immer noch ein großer Tierfreund und alles läuft klar. Lieber Arno, jetzt haben wir uns 10 Minuten unterhalten. Das ist eine lange Zeit für diese Sendung. Und so richtig weiter sind wir nicht gekommen, habe ich das Gefühl. Nee. Das tut mir leid. Wirklich nicht. Aber so ist es nun mal manchmal und da können wir auch nichts dran ändern. Du grüßt mal deine Freundin von mir. Und ich hoffe, dass du dich arrangierst mit deinem ganzen... Ich habe dir auch schon richtig Sorgen gemacht. Ja, also... warum ich dich anrufen wollte. Also, ein bisschen weniger Tiere wäre vielleicht auch ganz gut. Liebe Arno, alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Heidrun, 58 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Guten Morgen, Heidrun. Ich hoffe, dass wir beide ein bisschen mehr zueinander finden. Ja, also ich rufe ja an wegen Superstar, ne? Du rufst an wegen Superstar? Ja, ja. Da können wir uns ja klar drüber unterhalten. Ja, also erst dachte ich, was für ein Quatsch. Was soll denn das sein? Denke ich ja jedes Mal, wenn das läuft. Ja, nee, jetzt warte mal. Und da sitzt die Jury und die haben ihre Lieblinge und die waren ja am Anfang. Hast du die am Anfang nicht gesehen, die ersten Sendungen? Nur mal so ein bisschen. Die waren schrecklich. Ja, ja, das habe ich also auch mitbekommen. Wirklich, ja. Habe ich die eine oder andere gesehen und dann habe ich eine Pause gemacht und jetzt habe ich seit vorletzter Sendung wieder reingeschaut. Mhm. Und ich finde es jetzt ganz gut, was RTL oder diese Mitarbeiter aus diesen paar Künstlern gemacht hat. Mhm, ja, mhm. Ist nicht schlecht. Also der Daniel, der ist ja schon wieder originell. Aber der kann doch nicht singen. Bitte? Der kann doch nicht singen. Nein, der kann überhaupt nicht singen, der ist nur bekloppt. Und wenn ich den sehe, denke ich immer, was wollen sie aus dem mal machen? Also, verstehst du? Ich habe das am Samstag gesehen, wie er My Way gesungen hat. Ne? Ja, und ich fand auch. Das wirklich grottig schlecht. Grottig ja, schlecht. Furchtbar. Fürchterlich. Furchtbar. Und ich finde ihn auch nicht lustig. Ich finde ihn nur doof irgendwie. Nee, der dreht so auf und der ist so, ich weiß, der ist total jeck. Was soll denn aus dem mal werden? Den kannst du ja nicht mal als Moderator hinstellen. Nee, das nicht, aber vielleicht... Singen kann man auch nicht. Nee, also ich finde ihn nicht lustig. Ach, also haben wir besser, glaube ich. Ja, genau. Aber jetzt sag mal, warst du nicht auch... Also entsetzt ist übertrieben. Aber warum haben sie denn die Grazia rausgeschmissen? Das weiß ja keiner. Also das ist ja verstehe ich nicht. Das große Rätsel, warum das so ist, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Der Herr Bohlen hat ja nicht nur deren Heiratsantrag gemacht, sondern hat ja auch zu der Kleinen schon gesagt. Also er fancy Schnuckelputzchen und was weiß ich. Da, wie hat er gesagt? Da schlägt sein Herzchen, wenn er die sieht. Ne? Und dann denke ich ja wohl, sag mal, hast du jedes Mal vorher was getrunken oder was ist denn los? Und ob die, weißt du, und ob die da nicht irgendwie, also ich will jetzt niemand was unterstellen, aber ob Herr Bohlen nicht sagt, hier, alle Freunde, ruft mal nur für die an. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie gedreht dran wird. Ob ja, das kann nicht. Eigentlich nicht. Die haben einen Notar auf die Bühne geschickt. Ne? Und ja, ich habe neulich gelesen, ein Notar hat aber auch irgend sowas gesagt, dass es da irgendeine Stelle gibt, die, wo man schon was manipulieren könnte, wo er auch nicht drauf gucken kann. Ich weiß es nicht. Also es ist alles dubios. Außerdem las ich heute noch in einer Zeitung, dass man vermutet, dass das Publikum irgendwie das auch nicht richtig kapiert, dass die denken, das ist wie bei Big Brother, dass man nämlich den man am unsympathischsten findet, rauswählen soll. Oh, hör mal, das glaube ich aber nicht. Könnte auch sein, dass die Leute noch so die drauf sagen sind. Doch, die sagen doch paar Mal, ruft euren Favoriten an, ihr könnt auch paar Mal anrufen. Ich finde es eigentlich, und die heulen auch immer gleich so schnell los. Fürchterlich. Also hast du diesen Zusammenbruch von Daniel gesehen? Ja. Habe ich erst gedacht, er spielt Theater. Ja, der kam aber heute Abend nochmal in einer RTL-Sendung und sagt, er hätte sich wieder gefasst und er liebt die Grazia, die ist für ihn wie Mutter und die Schwester und so. Und habe ich gedacht, also... Ich fand es wirklich ich fand es beim Zugucken peinlich. Ja, stimmt. Ich war richtig unangenehm berührt, das zu sehen, weil ich es so peinlich fand. Ja, das stimmt. Ja? Also es war ganz... Also, nee, hat mir dann nicht gefallen.
Und jetzt bin ich natürlich, aber du kriegst mich nicht weg von der Sendung, weißt du, ich will jetzt auch. Ja, ja, das ist wie bei, ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist wie bei Big Brother damals. Ja, genau, die ziehen das so in die Länge. Genau, ne? Genau. Wie lange geht das? Ja. Das geht doch Monate. Das geht noch eine ganze Weile. Ich muss auch sagen, dass, was ich dann so gesehen habe, abgesehen von Daniel, dass die alle toll singen können. Ja, das finde ich auch. Weil also, alle Achtung. Was zu, ne? Ja. Hast du gesehen? Ja, live mit so einem großen Orchester da zu singen. Ja. Also toll. Ja. Und schick angezogen. Ja, ja. Die machen das also wirklich toll, aber ich weiß es nicht. Also, wie findest du denn die Jury? Die Frau finde ich ja ganz süß, aber die sagte zu der Grazia, du siehst elefantös aus. Ja. Das war natürlich fett, da bin ich auch bald vom Hocker gefallen. Ne? Nee, du, die finde ich ganz gut, bis auf den Dieter Bohlen. Ach, warum? Weißt du, den kann ich auch nicht so richtig einschätzen. Ja. Manchmal, wenn du den so siehst in einem Interview, dann denkst du, ach, jetzt spricht er ja wieder ganz nett. Ja. Aber die meiste Zeit hat er für mich auch einen Hauch. Also entschuldige mal bitte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei Dieter Bohlen bin ich auch zwiegespalten. Ja, bin ich. Manchmal denke ich, genau wie du gerade sagtest, manchmal denke ich so, wenn er in Talkshows ist, Mensch, er ist verdammt ehrlich. Eigentlich wenn ist er so ehrlich ja. ist und auch so, er sagt, was denkt ihr früher, ich bin ja überhaupt nicht angekommen, mich haben sie überall rausgeschmissen, mich wollte ja keiner haben. Auch denke ich, ist aber sympathisch. Und dann wieder denke ich, es ist doch nur Masche und es ist alles über, es ist irgendwie ein bisschen assi alles und ich will es nicht sehen und ich will damit nicht belästigt werden. Ja. Also ich bin da auch ganz, was denkst du? Nein, ich muss anfangen. Was denkst du, wer gewinnen wird? Und was, die zweite Frage ist dann, was ist dein Favorit? Fangen wir an mit, was deine Prognose, wer gewinnen wird? Also entweder der Letzte, da heißt der Alexander. Ich glaube schon, ja. Und die, oder die junge Frau, die, wie heißt sie, mit den kurzen Haaren? Ja, frag mich nicht. Warte mal schnell, wie heißt die? Juliane? Juliette. Ich weiß es auch nicht, ich habe es gerade aufs Ohr gesagt. Hast du gehört? Ja, Juliette, ne? Ja. Diese große, also die singt ja fantastisch, ne? Und der junge Mann auch. Eigentlich schon, ja. Ja, und jetzt, die haben heute Abend schon gesagt, eine von der Jury, ich habe richtig Angst, wenn nachher einer von denen am Ende abgewählt wird. Ja, dann sind wieder alle am Heulen und dann ist großes Theater. Es ist schon so. Das war jetzt deine Prognose. Was ist denn dein Liebling? Hast du einen Liebling von denen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Aber mir gefällt der Alexander. Der macht es ja also wirklich. Ja, aber die Frau auch. Ich würde sagen, die beiden. Ja. Die beiden sind also eigentlich meine Favoriten. Ich bin ganz gespannt, wer von denen, so sagen wir mal, in ein paar Jahren noch in der Öffentlichkeit sein wird. Die Frage ist, ob selbst der Gewinner oder die Gewinnerin, ob der noch auch irgendwie erfolgreich sein wird. Ob die dann da bestehen können. Ne? Die werden jetzt so hochgepusht. Wie du sagst, denk an Big Brother. Ja. Wo sind sie heute alle? Nichts. Wo sind sie? Geplatzt. Wo ist Zlatko? Wo ist Jürgen? Wo ist Christian? Alle sind weg. Alle weg. Alle sind weg, ja. Auch dieses nette Mädchen da, die Türkin, wie hieß die denn nochmal? Alle, die sind alle weg. Ja. Und es kann denen passieren, dass die auch alle weg sind nachher. Ja. Oder die Grazia ein ganz tolles Engagement kriegt oder ganz groß rauskommt. Ich muss hier zum Schluss auch noch sagen, oder dir vielleicht auch erklären, du bist Insiderin, warum ich das nicht so gerne sehe. Mir ist das so ein, es ist so ein aufgeblähter Lügenapparat. Ich finde, es ist alles Plastik und Show. Hm. Und auch dieses Geweine bei den Kandidaten, also, die sind doch froh, wenn man selbst nicht getroffen ist und einer raus ist. Ja. Ich finde es nicht ehrlich, Alter. Es ist alles so. Nee, dazu bist du zu ehrlich. Dazu bist du zu bodenständig. Ja. Und dafür haben wir auch ganz andere Probleme. Ne? Ja. Aber weißt du, wenn ich hier sitze und mir ist langweilig und sonst kommt. Ja, klar. Aber jetzt habe ich natürlich Blut geleckt, jetzt will ich es wissen. Verstehe ich. Ja, ich irgendwie auch. Ich will jetzt auch wissen, wer rauskommt. Und ich will auch wissen, was mit diesem Daniel noch weiter geschieht. Ja, also sag mal, aber ich verstehe den nicht. Ich verstehe die auch nicht, dass die den so weit haben hochkommen lassen. Da waren doch genug andere. Ja, aber vielleicht wirklich, weil er so ein verrückter Vogel ist und du siehst, wir reden drüber und die Presse wirft sich auf ihn drauf und das ist natürlich so ein PR-Ding auch, ne? Ja, aber singen kann er überhaupt nicht. Nee. Und ich frage mich wirklich, hier musst du dir mal überlegen, dass ich dafür Gedanken verschwende. Was wird aus dem Kerlchen mal? Was wir uns hier für Gedanken machen, ne? Aber weißt du was, wenn das vorbei ist, dann telefonieren wir noch. So machen wir's. Genau, so machen wir's und beraten darüber, wie denn, ob das alles mit rechten Dingen bis zum Schluss zugegangen ist und wie du den Sieger findest. Genau auf, Domian, für dich, damit du deine Zeit nicht dafür verschwenden musst. Wir haben ja deine Telefonnummer, wir dürfen dich dann nochmal anrufen. Oh ja, gerne. Perfekt, gerne. So machen wir's. Ja, und hast du hier links an der Brust dein Bundesverdienst? Nein, das darf ich ja gar nicht hier so tragen. Warum nicht? Nee, das ist ganz, ganz, ganz schrill. Da liegt ein Zettel,
quasi eine Gebrauchsanweisung, wann und zu welchen Anlässen man das tragen darf. Nee. Nur zu besonderen feierlichen Anlässen darf ich das also tragen. Also gut, dann lass es im Schrank liegen. Ich gratuliere dir trotzdem. Dankeschön. Ganz, ganz herzlich, finde ich toll. Liebe Heidrun, es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, mir und, auch. Und wir werden noch mal reden. Ja, würde ich mich sehr freuen. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Und der Heribert. Heribert. Ja, guten Morgen, Domian. Jo. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Du bist 46, ne? Ja, bin ja. 46 Jahre alt, freiberuflich tätig, habe im letzten Jahr... Als was freiberuflich? Bitte? Als was freiberuflich? Als Steuerberater. Als Steuerberater, ja. Und habe im letzten Jahr zum 1.7. eine neue Mitarbeiterin eingestellt und 3 Wochen später mich in sie verliebt. Oh. Jo. Ich hoffe, dass du nicht verheiratet bist. Ja doch, ich bin 17 Jahre verheiratet. Oh weia. Kenne meine Frau 25 Jahre. Wir haben gemeinsam eine 12-jährige Tochter. Und nachdem der Blitz bei mir eingeschlagen ist, hatten wir noch den geplanten Familienurlaub durchgeführt. Aber ich hatte den Kopf voll mit allen anderen Dingen. Eben mit dieser Frau, mit Daniela. Ja. Aus dem Urlaub zurück passierte es natürlich. Wir waren zusammen und habe dann spontan meiner Frau dieses... Ich sage mal ruhig gebeichtet. Oh, die Arme. Und sie fiel aus allen Wolken. Mhm. Hatte damit wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet. Nein, ich habe ein 17-jähriges Eheleben gelebt, welches wie eine Modelleisenbahn auf Schienen lief. Und habe als Familienvater funktioniert, habe meinen Job gut gemacht, sehr gut gemacht. Das heißt, habe dann, dass du diese 17 Jahre eigentlich... im Nachhinein so beurteilt, als hättest du nicht wirklich gelebt, sondern nur, nur funktioniert. Genau so ist es. Die Wochen nach dem Urlaub waren also sehr, sehr aufgewühlt, habe dann gleich meiner Frau gebeichtet, dass ich mich verliebt habe, dass ich dann auch mit dieser Frau schon geschlafen habe und habe dann innerhalb von 10 Tagen mir ein Apartment genommen und bin ausgezogen. Aha. Ist die Freundin viel jünger als du? Ja, sie ist 34 Jahre alt, das unterscheiden uns 12 Jahre. Naja, geht ja nicht. Denke ich, das ist kein... Nee. Kann nicht so das Problem sein. Nee, das ist, ich glaube, wenn sie jetzt 19 wäre, würde ich sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen krass, aber nee, das ist nicht das Ding. Wie ist die Situation denn nur heute? Die Situation für mich ist also, dass ich ein neues Leben lebe, mit mittlerweile vielen Höhen und vielen Tiefen. Die teilweise im stündlichen Versatz kommen können. Wohnst du denn mittlerweile mit der neuen Freundin zusammen auch? Genau das ist das Problem. Daniela bringt eine Vergangenheit mit in die Beziehung oder unsere junge Beziehung prägen meine Problemkreise, dass ich eben eine Familie habe, zurückgelassen habe, dass ich eine Tochter habe, die sehr an mir hängt, dass ich in der Vergangenheit nie Gefühle gelebt habe. Und dass ich jetzt also Erfahrungen mache, auch in therapeutischer Behandlung bin, wobei ich darum sehr dankbar bin, dass ich da einen Profi bekommen habe an meine Seite. Daniela an sich bringt auch ihre Problem- oder Themenkreise mit sich. Sie hat aufgrund ihrer Krankheit, ihrer Kindheit ist sie Bulimikerin, hat 2 Klinikaufenthalte hinter sich, hat eine 6-jährige Beziehung vor einem Jahr beendet. Ihre Beziehung prägt der Begriff Schwester-Bruder. Meine Beziehung, so komme ich zu dem Ergebnis, prägt der Begriff Mutter-Sohn. Meine Frau war für mich irgendwo immer eine Art Mutter. Wenn du das jetzt im Nachhinein so kritisch siehst, analysierst, was würdest du sagen, was du in all diesen langen Ehejahren versäumt und verpasst hast? Versäumt habe ich, Gefühle zu leben. Versäumt habe ich, Freunde zu haben. Ich stand in dem Urlaub weinend am Strand, nachdem ich also spürte, da passiert irgendwas mit mir. Und ich wollte jemanden anrufen und hatte keinen Freund. Keinen Menschen, den ich hätte anrufen können. Weil du so eingeklammert warst in der Ehe. Ganz genau so. Und hat deine Frau das auch verhindert, dass du Freunde hast? Verhindert denke ich nicht. Es ergab sich im Grunde genommen... ist meine Frau meine erste Frau im Leben gewesen. Und wir haben, nach 8 Jahren Kennenlernen, sagte der Schwiegervater auf einmal, jetzt wird es Zeit, dass ihr heiratet. Ach so.
Ja. Wie sich das anhört. Ja. Ja, und dann geriet das Ganze auf die Schienen. Ich war vorher Beamter, bin aus dem Beamtenstatus ausgeschieden, in die Selbstständigkeit hinein. Der Job hat mich aufgefressen. Klingt dann auch so, was die Partnerschaft oder die Beziehung angeht, dass das so eine ganz symbiotische Beziehung war und alles andere, ihr euch so eingekapselt habt in diese Ehe. Richtig, ne? So. Genau. Ja. Wir hatten eine Art Glocke über uns. Ja. Und was ich also jetzt in den letzten 6 Monaten erfahre und auch für mich verarbeite, ist ein Thema, das in einer Partnerschaft, in einer Paarschaft, das Thema Sexualität ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, du warst auch mit der Sexualität in deiner Ehe nicht zufrieden? Es gab keine. Es gab keine? Es gab fast keine. Es gab nur die Situation, dass irgendwo dann mal das Kind sein sollte, was zu einer Ehe dazugehört. Schön ist es, wenn ein Kind aus Leidenschaft entsteht, aber nicht nach Kalender oder irgendwelchen Mondphasen. Das ist ja unglaublich. In all die 17 Jahre, sagst du, warst du verheiratet? Ja. 17 Jahre. In diesen 17 Jahren, wie oft habt ihr miteinander geschlafen? Bei weitem nicht so viel, wie ich in den letzten 6 Monaten es getan habe. Wie hast du das während der Zeit denn eingeordnet? Hast du das nicht da auch als unnormal empfunden? Für mich waren die Regeln, die unter dieser Käseglocke herrschten, normal. Das waren unsere Regeln. Wollte sie nicht mit dir schlafen? Es waren Situationen, wo es, also wenn wir mal miteinander geschlafen haben, es eine halbe Stunde dauerte, bis meine Frau in Stimmung war. Ich sage es mal ganz platt, bis sie feucht war. Traurig, das gelingt. Und heute erlebe ich das totale Gegenteil. Es ist teilweise ekstatisch, was wir erleben. Also es bricht alles in dir heraus, was du da fast 20 Jahre unterdrückt hast. Es bricht alles heraus. Dennoch wundere ich mich so, dass du das in den 20 Jahren auch so unterdrücken können. Du hattest doch auch einen Trieb, du hast doch eine Leidenschaft gehabt, eine Sehnsucht. Wo hast du das gelassen die ganzen Jahre? Ich habe mich mit Themen abgelenkt, wie eben unsere Tochter, Familie, Sorgen um die Familie. Job, und Stress und Job. Ja, verstehe. Ich habe manchmal es gut empfunden, wenn ich am Samstag ins Büro konnte, weil da war ich Chef. Und jetzt bin ich an und für sich in der Situation, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich erlebe in den letzten 6 Monaten so viel an Dingen, die ich verarbeiten muss, möchte, erlebe Dinge mit Daniela, die mich so in Wallung bringen, wo ich dann auch erkenne, dass ich ihr so viel bieten möchte, sie es aber aufgrund ihrer Vergangenheit und auch vielleicht ihrer Krankheit nicht annimmt. Und das sind Situationen, wo ich spüre, ja, unter mir tut sich die Erde auf, ich möchte viel geben, ich möchte ihr Hilfe sein in ihrer Situation, und dann stehe ich da und um mich herum ist nichts. Also positiv ist, dass so viel aufgebrochen ist und dass du so viel erleben kannst. Schwierig jetzt daran ist, vor allen Dingen mit der Situation umzugehen, dass deine neue Freundin halt eine Krankheit hat, eine heftige Krankheit hat, und man als Außenstehender da relativ wenig tun kann. Ist sie denn in einer therapeutischen Behandlung? Sie ist auch in therapeutischer Behandlung. Ich denke im Moment, aufgrund auch dieser ganzen Dinge, die uns bewegen, treten vielleicht die Symptome des Öfteren wieder auf. Aber sie hat aus diesen 2 Klinikaufenthalten halt vieles mitgenommen nach dem Motto, ich will mich nicht binden, ich will auch selbstständig leben können. Wenn wir so zusammen sind oder sie schläft bei mir, sie fühlt sich wohl, sie fühlt sich geborgen. Wenn wir zusammen sind, haben wir Spaß. Aber ich möchte das Stichwort, unsere Sendung ist gleich vorbei, deswegen möchte ich mal das Stichwort aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Sie möchte sich nicht zu sehr binden oder binden, hast du gerade gesagt. Vielleicht ist das ein gutes Signal von ihrer Seite, dass du nicht zu sehr an sie rangehst und nicht vielleicht gleich jetzt auch das neue Nest baust für euch beide, sondern lasst euch doch richtig viel Zeit. Hab du deine Wohnung, sie hat ihre Wohnung, sie hat ihr Leben, du hast dein Leben. Und lass es doch einfach ganz langsam angehen, dass sie auch das Gefühl hat, dass sie nicht fremdbestimmt wird. Ja. Nicht von einer neuen Beziehung, einem neuen Mann, dass sie aufgesogen wird von dir. Ich denke, das sind auch Ideen, die mir aus den Sitzungen mit dem Therapeuten schon angetragen worden sind. Nur ist das natürlich für mich auch ein Schnitt gewesen. Das sind nicht Welten, das sind Universen, die dazwischen liegen, die ich jetzt gewechselt habe.
Das ist manchmal so brutal, wenn man auf einmal alleine ist, in einem Apartment sitzt, so wie jetzt um diese Uhrzeit, hab die ganze Stunde das Telefon am Ohr. Das sind so brutale Situationen, wo man meint, das übersteigt die menschliche Kraft. Aber ich finde, das musst du eben als gesunder Mann, als gesunder, durchaus erwachsener, erfahrener Mann, musst du die Disziplin jetzt aufbringen, dass du dich jetzt nicht an sie ranklammerst, weil du damit sie kaputt machst und letztendlich eure neue Liebe auch kaputt machst. Ich glaube, die Größe, die du jetzt zeigen kannst, ist etwas Zurückhaltung zu zeigen. Mhm. Glaube ich. Jetzt muss ich leider Schluss machen. Ja. Ich biete aber an, wenn du möchtest, können wir gleich nochmal, rufen wir dich gleich nochmal an. Möchtest du das? Ja, wäre super, weil im Moment bin ich um jede Okay, dann machen wir das. Hilfestellung. Du legst bitte auf, wir rufen gleich nochmal an. Okay, danke. Tschüss, Herbert. Tschüss. Ciao. In der Technik war Jens Diegel. Ja, Jens Diegel. Und unser Thema morgen heißt ungewöhnliche Krankheiten. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.